Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und das ist die 6. Ausgabe von Lightroom Tutorials. Ich hoffe, ihr habt noch genauso viel Spaß an diesen Videos wie ich und wir können das noch lange weiterführen. Heute geht es um das Thema Color Key. Ja, wie gesagt, die 6. Folge inzwischen von Lightroom Tutorials. Ich hoffe, dass ich das noch wirklich lange weiterführen kann, denn mir macht es unglaublich viel Spaß, diese Videos aufzunehmen. Und ich hoffe, euch macht es auch genauso viel Spaß, diese Videos zu gucken. Ja, wie gesagt, das heutige Thema ist Color Key oder auch, wie ich separate Bildbereiche einfach mit Farbe füllen kann und den Rest schwarz-weiß lassen kann oder auch genau andersrum. Und wie wir das Ganze machen, möchte ich euch jetzt mal anhand diesem Dubai-Bildes zeigen. Ja, ich war ja, wie gesagt, vor einem Jahr ungefähr in Dubai und da war ich auf einem Hochhaus. Übrigens, von diesem Hochhaus ist auch das letzte Bild entstanden von Samstag, nur in die andere Richtung. Und dieses Mal gucken wir Richtung Burj Khalifa, den sieht man hier gar nicht auf dem Bild, aber in diese Richtung, da ist der Burj Khalifa dann zu finden. Nur mal so als kleine Randinfo. Und wir möchten dieses Bild heute mal als Color Key umfunktionieren. Also, ich werde meine gewohnte Bearbeitung in Lightroom machen. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich bei solchen Städteaufnahmen, die schon relativ spät in der Nacht sind, dann doch auf Plus, Minus und Minus 100 bei den tiefen Lichtern gehe, einfach um ja diese Dynamic Range, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Dynamikumfang, um den halt einfach noch extrem zu erhöhen, ohne daraus ein HDR zu machen, weil das geht inzwischen auch mit einem Foto in Lightroom. Dann als nächstes werde ich wieder die Alt-Taste drücken und meine Weißwerte nach oben ziehen, ungefähr, ja, ich guck mal, also hier sind schon ein paar Pixel zu sehen. Ich werde es dieses Mal ein bisschen mehr machen als sonst. So gefällt mir das ganz gut. So ein paar Überstrahlungen möchte ich in diesem Bild schon drin behalten, weil einfach, ja, das ist Dubai, da strahlt alles. Also das, man muss sich nicht immer genau an die Regeln halten, die man sonst so für seine typischen Bilder hat. Man kann da auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen. Die Schwarzwerte habe ich jetzt runtergeregelt auf minus 13. Wie gesagt, das ist ja auch von Bild zu Bild immer unterschiedlich. Die Klarheit werde ich auf, ja, ungefähr minus 15 wieder setzen, um dem HDR-Look wieder etwas entgegenzuwirken. Ihr kennt das inzwischen. Den Kontrast setze ich etwas nach oben. So gefällt mir das schon echt ganz gut. Ja, und vom Weißabgleich muss ich jetzt gar nicht so viel machen, denn ja, wir werden daraus eher ein Color Key machen und dann wird man am Ende nur noch die orangene Farbe sehen. Das ist mein Ziel. Also ich möchte wirklich diese Straßen hier betonen und vielleicht hier oben auch noch so ein bisschen das vom Gebäude. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch sofort. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter nach unten und schärfen das Bild noch ein bisschen. Ich werde jetzt hier nochmal reinzoomen auf 100%. Das Bild ist schon sehr scharf, aber ihr wisst auch das, dass ich meine Grundschärfe von einem Betrag von 80 immer ganz gerne im Bild verwende. Dann werde ich das Ganze noch ein wenig ausmaskieren, um den Himmel nicht mitzuschärfen, denn den Himmel brauchen wir nicht zu schärfen. Da ist keine Textur drin, sollte zumindest nicht so sein. Hier sind übrigens ein paar Sterne sogar mit auf dem Bild drauf. Dann werde ich ein bisschen die Rauschreduzierung noch hochsetzen. Ja, so auf ungefähr 20, das ist ganz gut. Apropos Rauschreduzierung, ich habe es wieder vergessen, euch die Einstellung am Anfang zu zeigen. Das werde ich jetzt natürlich noch nachholen. Wir sind bei 14 mm. Ich habe in Dubai eigentlich nur mit 14 mm fotografiert. Bei einer Blende 8, wie immer, also ich fotografiere eigentlich ausschließlich mit Blende 8. Naja, nicht ausschließlich, aber fast alles mit Blende 8. ISO 200 und 8 Sekunden Belichtungszeit. ISO 200, deswegen, ich habe hier eine Mehrfachbelichtung gemacht und wollte auch in der letzten Belichtung, also in der längsten Belichtung, unter 30 oder bei genau 30 Sekunden bleiben. Und das Längste, was eine Kamera automatisch belichtet, ist 30 Sekunden. Deswegen habe ich hier 8 Sekunden gewählt und habe den ISO dafür auf 200 hochgedreht. Kann man mal machen, muss man nicht immer machen. Okay, weiter geht's. Ich werde jetzt hier noch die Profilkorrekturen aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen. Auch alles wie immer. Wenn ihr das erste Video jetzt von mir guckt hier, dann solltet ihr unbedingt mal in die Videos von davor noch reinschauen. Da erkläre ich das alles ein bisschen ausführlicher. Ich bin jetzt hier etwas schneller schon als sonst. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Anfänger in Lightroom seid, dann guckt auf jeden Fall nochmal in die Videos von davor. Da wird das alles etwas detaillierter noch erklärt. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Color Key. Ich habe ja gesagt, ich möchte nur die orangenen Lichter hier im Bild beibehalten und den Rest halt in schwarz-weiß färben. Und da gibt es in Lightroom halt den großen Vorteil, im Gegensatz zu Photoshop, dass wir hier mit diesen Farbkanälen sogar zwei Farbkanäle mehr haben als in Photoshop. Und das können wir halt wirklich nutzen, um separat die einzelnen Farben aus dem Bild auszublenden. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte nur den Orangeton im Bild beibehalten und wir haben hier ein
einen eigenen Orange-Slider in unserem Lightroom-Programm, dann können wir ja einfach mal überall die Sättigung auf minus 100 stellen, also wirklich alle Farbkanäle komplett runternehmen, beziehungsweise schwarz-weiß färben, außer das Orange. Und jetzt seht ihr schon, das ganze Bild ist schwarz-weiß, außer das Orange. Das ist noch da. Und das gefällt mir schon echt gut. Wir haben jetzt hier zwar noch so eine kleine Färbung in den Wolken drin von dem Orange, das stört mich in dem Fall aber gar nicht so sehr. Wenn es euch stört, dann geht's natürlich, dann kann man natürlich noch ein bisschen weitermachen. Dann nehme ich hier oben den Korrekturpinsel, stelle hier oben mal mit gedrückter Alt-Taste alles zurück und nehme dann die Sättigung auf minus 100, gucke noch, dass ich hier die weiche Kante auf voller Pulle habe und den Fluss auf voller Pulle. Und dann kann ich hier auch theoretisch das Ganze noch einfach mit dem Pinsel weiter schwarz-weiß machen im Himmel, wenn ich das so möchte. Möchte ich in dem Fall aber gar nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Was ich aber noch machen möchte, um diesem Bild noch einen kleinen finalen Look zu geben, denn im Moment ist es mir doch noch ein bisschen zu orange. Ich möchte eine zweite Farbe ins Spiel bringen, und zwar über das ganze Bild. Und dafür gehe ich jetzt hier nochmal weiter nach unten in die Teiltonung. Und in der Teiltonung möchte ich die Schattenbereiche des Bildes, also fast alles, was wir hier in dem Bild drin haben, der Himmel, hier unten das Wasser, die ganzen Häuser, hier auch die Hochhäuser, die möchte ich noch so ein bisschen mit dieser Komplementärfarbe zu Orange einfärben. Und die Komplementärfarbe zu Orange ist Blau. Und jetzt werde ich hier einfach mal so in diesen Blaubereich reingehen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was für ein Blau ich hier nehme. Ich muss das natürlich zuerst die Sättigung hier hochdrehen. Das werde ich jetzt einfach mal machen, ja, so auf ungefähr 35. Und jetzt haben wir einen richtig coolen Look im Bild. Denn jetzt haben wir wirklich die Schatten noch so ein bisschen bläulich eingefärbt und gleichzeitig sind halt die orangenen Lichter hier noch schön im Bild drin. Und es gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen cinematischen Look. Also eigentlich, es gibt ja diesen typischen Cinema-Look, ne, wo die Schatten so in blau-grün eingefärbt sind und die Lichter in diesem Gelb-Orange-Ton. Und ungefähr so ähnlich haben wir jetzt diesen Look hier auch in diesem Bild. Und das gefällt mir extrem gut. Ich mache das ganze Bild jetzt nochmal in Vollansicht, damit ihr das nochmal richtig gut betrachten könnt. Und wie gesagt, ihr könnt selber entscheiden, in welche Richtung ihr da gehen wollt. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, den ich euch hier gebe farblich. Ihr könnt farblich in jede Richtung gehen. Ihr könnt jede Farbe ausblenden, jede Farbe einblenden, wie ihr das möchtet. Und wenn euch die Wolken jetzt hier zum Beispiel noch nicht gefallen, dann könnt ihr jederzeit euren Korrekturpinsel noch nehmen und die Wolken mit diesem Pinsel und minus 100 Sättigung weiter entsättigen. Also ihr habt alle Möglichkeiten, das ist jetzt nur ein Schritt. Ich habe hier oben übrigens noch einen kleinen Sensorfleck, den möchte ich noch entfernen, sehe ich gerade. Aber ihr habt wirklich in Lightroom alle Möglichkeiten, jeden Look zu kreieren, den ihr wollt. Und es ist ja auch mal so ein bisschen verpönt, dieses Color Key, da sagen ja viele Fotografen immer, ja, das ist gerade sowas für einen Anfänger, der findet diesen Look total toll, aber so für den fortgeschrittenen Fotografen oder Profi-Fotografen, das wird dann immer so ein bisschen belächelt, dieses Color Key. Muss ich aber wirklich widersprechen, denn ich habe gerade bei den Dubai-Bildern jetzt neben diesem Foto auch noch einige andere Bilder in diesem Stil bearbeitet, die auch echt gut angekommen sind, die teilweise sogar bei 500 Picks in die Editor's Choice gekommen sind. Also man kann nicht immer behaupten, dass Color Key nur was für Anfänger wäre. Das finde ich persönlich nicht wirklich richtig. Man sollte es einfach immer dann anwenden, wenn es einem selber gut gefällt. Und wenn es einem selber gut gefällt, dann funktioniert es sowieso immer am besten. Hier rechts findet ihr jetzt noch zwei weitere ältere Videos, die ich gemacht habe. Zum einen natürlich, wie man Cityscapes in Lightroom bearbeiten kann. Auch ein Bild aus Dubai und wie man Landschaften in Lightroom bearbeiten kann. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal reinzuklicken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, kommentiert das gerne in den Kommentaren unter dem Video. Und ja, natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und ich freue mich auf weitere Videos und auf weitere tolle Folgen mit euch zusammen. Und ansonsten ganz viel Spaß beim Bearbeiten. Bis denn!